Unsere Ziele mit dem Team Maximu, natürlich das Maximal an Mu heraus. Mu, nein, wir wollen natürlich ein Maximum an Erfolg bekommen mit unserem Team Maximu. Quadriga, römische Wagenrennen, römische Rundenstrategierennen in der Antike. Wir laden unser Safe Game. Ein Stream weiter sind wir mittlerweile. Das ist der wievielte, der vierte, fünfte Stream. Weiß es jemand auswendig? Eventuell kommen wir heute sogar zum Ende. Das Spiel ist beendet, eine Partie, wenn man im Rom angekommen ist, in der Hauptstadt, wenn man dorthin gegangen ist und drei Rennen geschafft hat. Drei Siege bei den Rennen geschafft hat. Dann heißt es Game Over. Im Augenblick sind wir in Gallien. Wir haben lokal einen guten Ruf und weltweit einen legendären. Wir haben 51 Rennen absolviert insgesamt. Wir haben dabei 18 Siege errungen. Das entspricht einer sehr soliden Siegquote von 35%. Second Places, Third Places, zweite und dritte Plätze 17%, 9% überhaupt ins Ziel gekommen, 19% in 17% aller Fällen. Neunmal, 17% ist hoch. Eliminated, rausgeflogen, Fahrer verunglückt, alles gecrashed. Das ist eine hohe Quote, das ist ein brutales Spiel. An meiner Seite heute nicht nur die Herren Matze, Marcel und Punisher als Wagenlenker, sondern auch im Chat unterwegs und gelegentlicher Co-Anfeuerer und Co-Mitreinbrüller, Jim Rayner. Hi. Hallöchen. Wir gehen rein in... Also, wir können auch sofort wechseln. Wir können auch sagen, das war's. Wir haben hier vor Ort den Bonus. Auriga sind 25% billiger. Vielleicht finden wir einen super Auriga-Fahrer hier, aber nee, das ist ja kein gutes Rennen. Dann würde ich sagen, wir wechseln gleich. Wir könnten, wenn wir hier was kaufen, wird das nicht in die nächste Stadt übernommen. Glaube ich, bin mir nicht ganz sicher. Ich würde sagen, wir belassen es so, wie es ist. Ja, komm, lass uns mal woanders hingehen. Wir gehen raus aus der Stadt und wir reisen. Wir sind in Gallien im Moment angekommen. In welcher Stadt waren wir nochmal? Wie heißt die nochmal? In Arelate. Das heißt hier unten Kategorie 4. Das war schon die höchste aller Kategorien, die hier möglich ist. Ich würde sagen, wir gehen jetzt nach Italien. Wir trauen uns. Wir ziehen den römischen Stiefel an, den italienischen. Auf, rüber über die Alpen. Das heißt, ihr müsst euch alle gut auch warm anziehen. Damals gab es noch keine Eisenbahnen, die von Südfrankreich rüberfuhren nach Italien. Wir benutzen noch keine Fähren. Seefahrten damals war eine riskante Sache. Schiffe hielten sich in Küstennähe, kenterten oft. Wir haben im Augenblick bei der Aufnahme hier Anfang März. Frühlingssturm eventuell noch da. Zu riskant. Wir gehen über die Gebirgspässe. Ihr braucht gute Schuhwerk, warme Klamotten. Zieht euch vielleicht zwei Tunikas übereinander an. Aber nehmt nicht die gallischen Hosen als Souvenirs mit, die man hier kaufen kann. Weil wenn ihr in Italien Hosen tragt, dann outet ihr euch als Barbaren. Da trägt man Tunika und Toga. Aber bitte zieht, falls ihr Hosen anhabt. Ich sage das nicht oft während eines Streams. Auch liebe Grüße an die Leute, die die Aufzeichnung angucken. Aber ich sage es diesmal von Herzen. Falls ihr beim Zuschauen gerade eine Hose tragt, zieht eure Hose aus. Aber nur, wenn keine Kamera da ist. Ja, ich selber hab ja, ich will gar nicht sagen, was ich trage. Ihr seht mich ja immer nur oben rum. Wir wechseln für 6.679 unsere Denare rüber nach Italien. Heinz Krupp hat Sandalen an. Sehr gut. Wir sind in Italien. Das hier ist der Circus Maximus. Wir haben noch nicht genug Ruhm, um in den Circus Maximus eingeladen zu werden. Es geht noch gar nicht. Die wollen es noch nicht haben. Wir sind nicht fit genug. Dann müssen wir uns den Ruf Rom halt steigern. Ist ja kein Problem. Was gibt es hier? Im Rom Maxentius Kategorie 5 und Circus Maximus ist das die Kategorie 6 oder die Kategorie Endlos. Wir waren bisher nur in Kategorie 4 rein. Wir könnten eins drauflegen. Auf die 5 gleich. Von hier aus können wir frei reisen zu jedem anderen Zirkus innerhalb der Stadt. Ich vermute mal, der Rom-Nero-Zirkus ist auch innerhalb derselben Stadt. Die sind alle drei innerhalb der Stadt Rom. Da haben wir noch die Vororte Mailand, Mediolanum, Kategorie 4. Aurigas, die Fahrer bekommen schon mehr Erfahrungspunkte. Das wäre auch cool. Dann haben wir Aquilea, das ist nur Kategorie 2, das ist mir egal. Bouville, Kategorie 3. Gewinner verdienen 50% mehr, klingt cool, aber die Gewinne sind auch nicht so hoch bei einem Rennen der Kategorie 3.
und in Siena Kategorie 1. Nee. Also wir könnten entweder nach Mediolanum, um unsere Origas noch ein bisschen zu peppeln, das kostet aber Geld, oder wir gehen jetzt nach Rom und bleiben dann vor Ort, gehen direkt in Kategorie 4. Ich würde nach Mediolanum gehen, ich persönlich. Ja, ich glaube, da bin ich auch für. Liebe Grüße an Goslarus, ich kann mir ahnen, aus welcher Stadt du kommst. Dritter Monat, danke dir für dein Abo. Also ich würde auch sagen, entweder Rom Nero, Kategorie 4 oder hier oben hin. Wie teuer wäre das denn? Oh, wir sind schon da. Das hat uns gar nichts gekostet. Wir sind sofort schon da. Jetzt bin ich hier. Jetzt bleiben wir auch hier. Das ist, schaut mal hier, das ist das Rennen hier. So sieht's aus. Wir starten links. Das ist ein klassisches Rennen. Und haben nur drei Fahrer im Moment. Oh, schaut mal hier, wir könnten einen vierten Kutschbock schon mal kaufen. Hätten wir einen ganz guten, der Stufe 3, die sind ja relativ preiswert. Haben wir schon mal einen Ersatz, den gönne ich mir mal. Fahrer kriegt man hier keine guten, hier wird ein bisschen geheilt. Matze ist aber verwundet, den können wir nicht einsetzen. Punisher könnten wir einsetzen oder Marcel. Punisher ist der bessere der beiden. Beginnen wir mit dem. Haben das den besten Kutschbock hier und von den Gollen her haben wir im Augenblick nicht die besten. Das wären wir die besten. So gehen wir rein ins erste Rennen, okay? Viel Spaß. Ah, unser Auriga ist vollgepumpt mit Drogen anscheinend, wenn ich das richtig verstehe. Und er wird immer betäubt, jedes Mal, wenn er Schaden erleidet. Das heißt, er kann sich nicht wegducken. Wir müssen jedem Kampf, jedem Peitschenhieb, jedem Rammmanöver möglichst aus dem Weg gehen, weil der sofort betäubt wäre. Und betäubt heißt, dass der in der nächsten Runde keinen Befehl durchführen kann. Der kann nichts machen. Das ist doof. Das ist echt doof. Also nichts machen können ist immer doof. Denn, ja, dann können wir nicht beschleunigen, wir können nicht peitschen, wir können nicht ausweichen, wir können keine Stabilität machen, gar nichts. Unter den Bedingungen mache ich auch keine Wette. Oh, das war ein großer Zirkus. Cool, schaut mal. Wow, wie viele Zuschauer hier sitzen. Ich zähle mal durch, ich glaube, das sind 328. Liebe Grüße an euch auf Twitch. Wir sind auf einer Innenbahn. Da, wir peitschen uns mal voran. Whipping Bull peitscht, Punisher peitscht. Wir rasen voran. Ich verzichte, glaube ich, zum ersten Mal auf das Erklären der Regeln, weil wir das schon so oft gespielt haben. Wir peitschen nochmal. Punisher kommt zügig voran. Oh, das sieht gut aus. Oh, das sieht gut aus. Ich würde sagen, wir peitschen gleich nochmal. Dreimal hintereinander peitschen. Wir liegen weit vorne. Wir wollen jedem Schaden aus dem Weg gehen. Wenn wir uns jetzt voranpeitschen würden, dann kämen wir... Wir könnten noch einmal peitschen. Wir könnten noch einmal peitschen, dann wäre der Weg länger. Dann würden wir etwa bis hier kommen, aber wir müssten dann auf eine Außenbahn wechseln. Und im Wechselmanöver könnten wir nicht auf Stabilität gehen. Wir könnten auch jetzt zwei oder drei nach außen gehen. Wenn wir das machen, kann es aber sein, dass wir dann zu Beginn der nächsten Runde neben jemandem sind, der uns peitschen könnte oder rammen könnte. Das können wir allerdings vermeiden, wenn wir auf Avoid Aggressions klicken. Nur dann kommen wir nicht mit Stabilität durch die nächste Kurve. Ich vermute, dass wir sehr viel mit Avoid Aggressions arbeiten werden. Deshalb gehe ich mal auf die vierte Bahn, nicht auf die dritte. Die dritte, mit Stabilität kämen wir mit der dritten Bahn durch die Kurve, ohne Stabilität die vierte. Ich gehe mal drei Bahnen nach unten. Ihr wollt mit rechts, bitte nicht mehr Tipps geben mit rechts und links. Das macht keinen Sinn. Das wechselt ständig. Innen und außen bitte. So. Ja, und selbst hier. Wir gehen mit Stabilität durch die Kurve. Also merke, auch bei der vierten Bahn braucht man, wenn man so gute Pferde hat wie wir, die sind nicht, obwohl wir gepeitscht haben, wir hatten, glaube ich, keinerlei Verlust. Sind die richtig fit? Jetzt darf uns kein Crash passieren. Hinten erbitterte Kämpfe. Boah, zwei hintereinander betäubt. Wir liegen solide vorne.
Ich peitsche noch einmal nach vorne. Boah, ist das krass. Wenn wir jetzt keinen Schaden erleiden und dann halbwegs vernünftig fahren, bitte keinen Schaden erleiden. Jetzt mit Boah, ist das gut. Jetzt mit Stabilität in die Kurve. Uns darf natürlich nichts passieren, wenn der betäubt wird, weil er, wenn er irgendwie... Nee, schaut mal ganz links, den grünen... Das grüne Dreieck. Das ist übrigens immer die Voraussage, falls man den jetzigen Befehl behält. Wir haben im Augenblick Stabilität, deshalb ist das grün. Hätten wir vorher nicht Stabilität gehabt, wäre das braun. Mit Stabilität fahren wir weiter. Wir liegen super gut. So, was ist denn, was findet denn hier statt? Was passiert? Hier liegt eine Peitsche auf dem Boden. Eventuell noch eins weiter nach außen, meint der Chat. Können wir machen. Da oben ist eine auf der zweiten Spur von außen liegende Pferd. Wir könnten noch eins nach außen gehen, um ganz auf Nummer sicher zu gehen. Aber wenn wir mit Stabilität kommen, das klappt hier. Wir können hier weitermachen. Sollen wir uns nochmal peitschen? Nee, das ist nicht nötig. Wir fahren ganz normal weiter. Ein Pferd hat auch schon leicht verloren. Ich scroll mal ein bisschen raus. Das läuft richtig gut. Einfach so das durchziehen. Staubwolken, die wir hinter uns herziehen. Riesen Vorsprung. Wo sind denn die nächsten? Die kommen hier hinten. Mit Stabilität in die Kurve rein. Das riecht nach einem Start-Ziel-Sieg. Es sei denn, irgendein furchtbares Drama geschieht. Aber es sieht im Augenblick grundsolide aus, was hier unser Punisher macht. Der vielleicht deshalb erfolgreicher spielt, weil er im Augenblick nicht Chat-Moderator ist. Vielleicht ist er normalerweise nervös, weil er so viel Publikum im Chat auch noch hat. Ich weiß nicht, ob er zuguckt. Ich glaube nicht. Ich habe ihn nicht im Chat entdeckt. Ich habe ihn vor uns mal gesehen. Hast du ihn im Chat entdeckt hier? Meinst du, er ist dabei? Ja. Er ist nicht dabei. Er sitzt hier auf dem Kutschbock. Er kann nicht beides machen. Jetzt gucken wir noch sicherheitshalber, ob hier irgendwo was auf der Strecke liegt. Irgendwas zerstört ist. Nichts der Fall. Alles gut. Überrundungen können passieren, könnten gefährlich sein. Guter Hinweis von Alexander. Hier zwei Delfine, gleich nur noch einer. Letzte Runde, die jetzt passiert. Ein Holzdelfin wird umgeschmissen. Das ist total klasse. Liegt hier, hier außen liegt... Boah, hier wird jemand gezogen. Die irgendwo liegt, ja. Einfach weiter. Hier fahren wir über eine Peitsche drüber, aber das sollte nicht dazu führen, dass uns ein Unglück widerfährt. Wir haben ordentlichen Abstand. Einfach normal weiter. Einfach normal weiter. Topa, ich finde es unglaublich, wie seelenruhig WB einen nervös machen kann. So, jetzt durch die Kurve durch. Alles gut, einfach durch die Kurve durch. Da kommt einer von hinten an uns rangepeitscht. Firminus peitscht sich an uns ran. Und der ist auch gut. Und dessen Pferde sind richtig gut noch. Der könnte uns noch abfangen. Wir gehen nochmal mit Stabilität weiter. Wir gucken, ob vor uns irgendwas im Dreck liegt. Das heißt, nein. Wir müssen allerdings durch die Kurve solide durchkommen. Ansonsten könnten wir ein Problem haben. Er unter uns wechselt auf die Innenbahn, weil er Boden wieder gut machen muss. Und das heißt, wir müssen nochmal peitschen. Es könnte sein, dass sein Wagen ist leicht beschädigt. Er ist unten gelb. Wir müssen uns einmal nach vorne peitschen und hoffen, beim Peitschen gibt es ja auch eine erhöhte Crashgefahr, dass dadurch nichts Schlimmes passiert. Er peitscht, wir peitschen aber schneller, kommen voran. Wenn jetzt nicht noch auf den letzten Metern ein furchtbares, unwahrscheinliches Unglück passiert, mit Stabilität weiter, dann sollten wir das geschafft haben. Er peitscht, er erreicht uns nicht mehr. Letzter Delfin, Punisher, Sieg im ersten Rennen. Wir sind auf dem italienischen Stiefel angekommen, haben es nicht in die Hauptstadt getraut, erstmal nur nach Mediolanum, nach Mailand, haben 21.600 Denari gewonnen und unser Punisher hat seinen 8. Sieg errungen. Ja, Kompliment von uns allen. Punisher, gut gemacht. Ab jetzt ist Punisher nie mehr hier im Chat unterwegs als Chat-Moderator, während wir Quadriga streamen, denn er scheint anscheinend, wie soll ich es vorsichtig sagen, des Multitaskings nicht fähig zu sein. Jetzt hat er plötzlich, aber er hat vorher auch schon Erfolg errungen. Großartige Sache, wir wechseln in die Stadt. Wir feiern unseren Punisher. Ich will ihn gar nicht. Toll gemacht. Super, großartig. Rein ins nächste Rennen. Ach, schaut mal übrigens hier. Unser Ruhm vor Ort ist mythisch, insgesamt legendary. Ich vermute, wir müssen eine Siegstufe weiter hoch, um vorgeladen zu werden
In Circus Maximus. Ich weiß nicht, wie das hier sortiert ist. Mal gucken. Nochmal rein in die Stadt. Unserem Punisher geht's gut. Unserem Matze geht's mittlerweile auch gut. Wir wechseln mal rüber zum Matze. Der ist auch im Chat. Ach, wir versuchen mal mit Punisher zwei Siege in... Ich hätte gerne noch einen zweiten guten Fahrer. Vielleicht kriegen wir es ja hin, dass Punisher hier noch mehr Erfahrung bekommt und einen Stern dazu bekäme. Das fände ich ganz gut. Wir könnten weitere Gäule kaufen, die sind aber nicht besser als die, die wir haben. Denn im Zweifelsfall setze ich ja eher auf den Pfeil als auf den Blutstropfen und sonst alles gut. Nochmal mit Punisher. Punisher kriegt aber andere Pferde. Er kriegt diese Pferde hier. Und ja, das war's. Rein ins nächste Rennen. Auf geht's. In der Hoffnung, dass er mit ein bisschen Glück... Punisher hat 8 Siege und Matze auch. Matze galt bislang als unser alleiniger Star-Wagenlenker. Es kann nur einen geben. Es gibt 2. Punisher trägt ab jetzt bei den Rennen einen Ehrennamen, einen Kampfnamen, nämlich Matze. Punisher wird jetzt auch Matze gerufen. Das ist die höchste Form der Anerkennung, die man einem Wagenlenker zollen kann, dass man ihn Matze ruft, weil Matze halt legendär ist. Jetzt ist Punisher quasi Matze Junior und Matze ist Matze Senior. Das heißt aber nicht, dass du älter geworden bist, Matze. Das heißt nur, dass Punisher jetzt den quasi... Ist egal. Rein ins nächste Rennen. Blackmailed Auriga. Ah. Unser Wagenlenker wird auf jeden Fall nach der ersten Runde, the first turn, ist das die erste Kurve oder die erste Runde? Das ist eine gute Frage. Weil im Englischen heißt beides, glaube ich, turn. Sowohl Runde als auch die erste Kurve, ne? Ja, er wird auf jeden Fall, er wird bremsen. Und aufgrund, wir wissen nicht, ist es die erste Kurve? Wenn es die erste Runde wäre, wäre es vor der, wäre es auch nach der ersten Kurve. Nee, ist ja aber nach, es wäre nach der zweiten Kurve. Wir wissen es nicht. Wir müssen es rauskriegen. Wir müssen es rauskriegen. Sollen wir wetten? Die Wetten sind nur 2-1. Das lohnt sich nicht wirklich. Wir haben ein Handicap. Nee, wir wetten nicht. Das heißt, wenn er ohnehin gezwungen ist zu bremsen, dann peitschen wir ihn voran. Also nicht ihn, sondern die Gäule. Und schauen mal, dass wir auf die innere Bahn kommen. Da, wo er auch ist. Und schaut mal, das ist ein Rennen mit 6 und wir sind auf der Innenbahn. Wir sollten auf der Innenbahn bleiben. Wir sollten versuchen, auf der Innenbahn in die erste Kurve reinzukommen. Nach der ersten Kurve bremsen ist low. Vor der ersten Kurve brennen wir gut. Wir peitschen. Oh nein! Das wird kein Sieg. Eines der Gäule ist fast schon draufgegangen. Punisher hat es übertrieben. Mit der Geschwindigkeit... Das könnte perfekt klappen. Das könnte sein, dass wir genau vor Beginn der Kurve auskommen mit einer Runde. Einmal nach rechts rammen. Er will uns rammen und wir ihn auch. Aber wir rammen seine Gäule und er kommt nicht an uns ran. Wir rammen seine Gäule kaputt. Punisher, du Schelm. Guck mal, die Spuren, man sieht das. Punisher hat 2-mal gerammt. Kurz vor der Kurve, das ist gut. Das heißt, wir fahren jetzt. Nach der Kurve wird gebremst. Wir könnten vor der Kurve total abbremsen. Aber bis er dann wieder beschleunigen. Wir sind... Ach, jetzt ist das ist schwer jetzt. Wir könnten mit Schmackes in die Kurve rein. Und dann vor der Kurve abbremsen, dann in der Innenkurve raus. Sollen wir das machen? Avoid Aggressions. Das ist ein Manöver, das wir nur sehr selten machen. Ganz, ganz selten. Wir fahren jetzt unmittelbar vor die Kurve. Dicht an die Kurve ran. Und dann, jetzt gehen wir voll in die Bremsen. Weil wir sind nach der Kurve sowieso ganz langsam. Da bremsen wir nochmal. Dann können wir nicht noch weiter bremsen. Und auf der Innenbahn kommen wir aber schnell vorwärts. Und jetzt wird er wohl bremsen, ob wir wollen oder nicht. Es ist doch die erste Kurve. Es ist die erste Runde. Es wird nicht die erste Kurve sein. Wie viel zum Thema, was bedeutet der Begriff Turn hier? Wir gehen auf normales Beschleunigen. Oh nein. Doch, hier ist es.
Er ist bestochen worden und jetzt bremst er. Im Schneckentempo. Im Schneckentempo. Ja, jetzt kann man das Rennen ja schon vergessen. Wir sind Vorletzter, schneller, langsamer ist es nicht. Einer unserer Gäule ist halb tot. Jetzt riskieren wir nichts mehr. Ich glaube, nach der ersten oder zweiten Runde können wir klicken auf nur noch finishen. Könnte ich mir dann vorstellen. Also was soll das hier? Na, wir könnten noch Dritter werden. Die machen sich alle gegenseitig kaputt. Es sind nur 6 im Rennen. Das stimmt. 6 Fahrer nur. Die beiden liegen gut vorne. Aber wie kommen wir mit dem Tempo kommen wir nicht in die Kurve rein? Wir wagen was. Wir gehen mal volles Risiko. Wir gehen mit Stabilität auf der Innenbahn in die Kurve rein. Das wird hier dunkelorange sein auf dem ersten Stück. Dunkelorange. Hier, dunkelorange. Weiter mit Stabilität. Es ist super riskant. Werden eins nach außen getrieben. Jetzt sind wir nur hellgrün. Das gibt's ja gar nicht. Wir sind auf Platz 3. Tatsächlich. Wir sind eine Stufe weiter hinten. Wir sind auf... Die beiden machen den Sieg unter sich aus. Wir könnten peitschen, aber wenn wir peitschen, verlieren wir das Pferd hier. Wir machen einfach normal weiter. Aber wir fahren normal weiter. Wir sind relativ langsam. Wir versuchen mal mit einem ähnlichen Trick, mit Stabilität durch die nächste Kurve zu kommen. Das ist dann nicht die Innenkurve, das ist dann die zweite Kurve. Dann ist es nicht ganz so riskant. Es könnte sein, dass wir einen dritten Platz bekommen. So, Hälfte des Rennens gleich vorbei und... So, jetzt achtet mal hier rechts. Hier müsste das Dreieck angezeigt werden. Hellgrün, das ist gut. Ein Pferd ist ganz tot. Und jetzt könnten wir eigentlich auch... Wisst ihr was? Ich peitsche uns mal voran. Die drei Pferde sind fit. Ich peitsche uns mal voran. Also zweiter werden wir nicht mehr. Es geht nur darum, den Platz zu verteidigen. Wir fahren normal weiter. Könnten eins nach innen wechseln. Aber schaut mal, diesen Pferde hier, diesen dunkelrot teilweise, da ist gerade eins noch mehr verletzt worden. Den ersten und zweiten Platz bekommen wir nur, wenn vorne ein Crash-Go ist. Deshalb nichts mit Peitschen und so. Auch vom dritten auf den zweiten Platz voranpeitschen, ich weiß nicht. Hier, dunkelgrün, wir sind langsam, weil uns ein Pferd fehlt. Das ist das letzte... Guck mal, hier oben crashen die auch gegeneinander. Und das hier ist die letzte Runde. Schauen wir mal, wem wir hier ausweichen müssen. Das ist unser Gaul, glaube ich, ne? Und der liegt auf der zweiten Bahn. Das heißt, wir kommen nicht in der zweiten Bahn um die Kurve. Nur in der ersten und in der dritten. Dann können wir jetzt schon mal auf die dritte wechseln. Die ist hier. Weil das war doch die zweite, oder? Das ist unser Gaul, glaube ich. Unser Schimmel. Wir sind auf der zweiten Rundbahn. Wir haben nicht gewechselt. Das ist unser. Celemas bringt das Stichwort. Petter im Chat. Das ist Science Fiction. Das ist irgendeine. Ich habe gehört, das ist irgendeine Organisation, die es irgendwann in der Zukunft mal geben würde, die sich um das Wohl von Braten kümmern könnte, also von dem Rohmaterialien für Braten, irgendwas in der Art. Wir rasen hier drüber, kommen dran vorbei, alles gut, mit Stabilität hier durch, das wird ein solider dritter Platz. Sonst, schaut mal hier, wir haben einen Riesenabstand da hinten. Also, ich würde sagen, unter den Bedingungen das Beste rausgeholt. Also, das muss uns nicht schämen. Wir fahren einfach normal weiter und das war's hier, komm. Ja, unser Punisher. Neues Pferd. Ja, müssen wir gleich kaufen. Unser Punisher schaukelt es nach Ende. Eben ein erster Platz im ersten Rennen für ihn, jetzt ein dritter. Grüße an alle, die uns zuschauen. 344 Zuschauer beim langen Sonntag mit WB dabei. Juhu! Ihr lebt gerade in Mailand, im Mediolanum sind wir. Im zweiten Rennen vor Ort. Wir haben auf den italienischen Stiefel sind wir gewechselt. Einen dritten Platz von unserem Punisher. 3200 gewinnen wir. Das Geld geben wir wahrscheinlich gleich aus für ein Pferd. Befürchte ich.
Das geht hier. Da kaufen wir ein Pferd, zack, weg. Und dann würde ich mir vorstellen, wir gehen jetzt doch mit Matze ins nächste Rennen. Damit Punisher mal kurz verschnauft. Hier muss auch ein bisschen Reparaturarbeit geleistet werden. Mit den Gäulen müssen wir auch arbeiten. So kann es klappen. Tja.